schön unter der Brücke durchquetschen, ohne ins Wasser reinzufallen. So, die nächsten 10 Kilometer sollten ohne irgendwelche Umtragungen sein. Also auf geht's. So, davon wird es etwas wilder. Sollte für den Alligator 2S überhaupt kein Problem sein, denn dieses Packraft ist extra für Wildwasserfahrten ausgelegt und es nimmt wirklich hervorragend die ganzen Wellen, überhaupt kein Problem. Sehr schön, so macht Spaß.
schon ein bisschen verrückt. Hinter mir die Autobahn, wo die Leute mit ihren Autos vorbeizischen. Ich sitze gemütlich hier in meinem Packrest und paddle auf der Ach entlang. Ist doch tausendmal angenehmer, wie gestresst über die Autobahn zu fahren. Und vom Wetter ist es zwar ja, knapp 1 Grad, aber die Neoprenhandschuhe tipptopp, auch meine dicke Jacke, kein Problem. Und selbst von unten, man hat ja immer das Bedenken, dass man durch das Wasser irgendwie auskühlt, aber die Packrafts besitzen ja so ein Luftkissen. Und da muss ich sagen, das isoliert wunderbar. Das ist natürlich was ganz anderes, jetzt im Winter hier auf so einem Fluss zu paddeln, wie im Sommer. Aber wenn man richtig angezogen ist, dann kann das richtig viel Spaß machen. Und vor allem, es gibt ja Flüsse, die man nur in den Wintermonaten befahren darf. Von dem her alles tipptopp. Diese Stille ist richtig angenehm im Moment. Man hört nur das Wasser, die Vögel. Sehr schön. Ja, und falls sich einer fragt, warum ich hier so ein Seil dran habe, das ist einfach nur zur Sicherung, denn ich hätte gestern beim Testen fast das Paddel verloren. Und damit genau das nicht passiert, habe ich hier einfach mal eine Sicherungsschnur dran gebaut. Dasselbe habe ich am Boot auch. Eine Sicherungsschnur, dass mir auch das Boot nicht verloren gehen könnte. Jetzt wird es gleich nochmal etwas wild. Aber wie gesagt, dafür ist dieses Packraft ja extra konstruiert worden und kein Problem. Ich hatte ja Anfang des Jahres schon mal ein Packraft getestet, allerdings war das dort das Microraft. Und ich muss sagen, dieses hier, man merkt die schlankere Bauform, denn es gleitet doch deutlich besser durchs Wasser. Durch den Nebel erkennt man natürlich nicht viel an Umgebung. Denn mein Ziel ist ja der Hohen Thiel, da ich dort auf die alte Festungsruine hoch möchte. Aber wie gesagt, durch den Nebel ist nichts zu erkennen. Ich habe auch das Gefühl, dass der Nebel eher zunimmt, jetzt zum Mittag hin, anstatt abzunehmen. Aber mein Gott. Wer ist so schön? Es gibt kein schlechtes Wetter, nur schlechte Kleidung. Ui, und hier liegt ein Fahrrad im Wasser, auch gut. Also falls einer von euch ein Fahrrad braucht, hier unter der Brücke liegt eins.
So, da teilt sich das Ganze etwas. Wo gehe ich lang? Ich probiere es mal rechts rum. Eine Enteninsel. Okay, ob das so schlau war, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall wird das Wasser wieder deutlich wilder. Jawohl. Ah. Leute, Packrafting ist einfach cool. Sollte jeder mal ausprobiert haben. Und da kann ich nur den Packrafting Store empfehlen. Die Jungs sind super nett, haben auf jede Frage eine passende Antwort. Ein richtig schön klares Wasser. Überhaupt die ganze Zeit kann ich bis auf den Grund schauen. So, hier fängt jetzt eine Schutzzone an für Tiere. Hier ist das Befahren zwar nicht verboten, aber man muss doch besondere Vorsicht walten lassen, also keine lauten Geräusche oder sonst irgendwelche Aktionen. Das tut richtig gut, mal wieder hier draußen zu sein, ein bisschen von der Strömung sich treiben lassen.